Jo Freunde, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Genesis. Jo, wir befinden uns hier wieder im Ocean-Gebiet und in der letzten Folge wollten wir einen Basilosaurus oder einen Megalodon zähmen. Das habe ich mal offscreen getan. Ja, die Viecher, die tankt man ja nur passiv quasi und es interessiert wohl keine Sau, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde hinter dem her schwimme und dem ständig Futter reinjage. Deswegen habe ich das gemacht und shame on me, meine größte Nemesis in den Spielen hier ist immer noch der Aufnahme-Button, denn bevor ich die Folge aufnehmen wollte, habe ich hier mit dem noch so ein bisschen leveln wollen. Das heißt, ich bin hier rumgeschwommen und auf einmal habe ich so einen Pulk von 3 Megalodons um mich rum. Die habe ich bekämpft. Es wurden nicht weniger, es wurden immer mehr. Am Ende hatte ich 10 Stück oder 11 Stück und sowas. Und ja, zwischendurch auch noch ein paar gefressen, deswegen sind wir jetzt auch hier ziemlich hoch im Level. Ich habe den Kerl schon gelevelt. 22 Level hat er dazu bekommen, allein durch Kampf. Die habe ich dem gegeben und ja, das hatte ich eigentlich geplant, in der Folge zu zeigen. Ist leider nichts draus geworden, weil ja, Aufnahme-Button vergessen und jo. Okay, vergessen wir das Ganze. Das Problem ist, wir haben jetzt Nacht, aber wir wollen ja einen Mega-Chillon zähmen, genau so heißen die Viecher. Und ja, ich habe es schon versucht, bevor ich den Aufnahme-Button geklickt habe. Und eigentlich auch schon erklärt, wie man das am besten macht. Jetzt müssen wir einen finden erstmal. Das ist die andere Sache. Achso, auf der Taste 8 seht ihr vielleicht, ich habe mir auch einen kleinen Pokéball. Ah, nee, Quatsch. Cryopod, Cryoball, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Mir geholt, um halt hier unseren Basilo, wenn wir nicht unbedingt hier sind, auch safe zu haben. So, und jetzt müssen wir erstmal hier einen Turtle, da ist schon ein Turtle. Okay, wir gucken mal kurz, was für ein Level der hat, ob es sich überhaupt lohnt. 95. Das könnte ein bisschen krass werden, denn die Zähmung ist relativ anders als bei anderen Dinos. Man zähmt ihn nicht durch Betäubung, man zähmt ihn auch nicht durch Futter reinstecken. Nein, er wird, was, ich glaube, gesäubert oder sowas war das. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier ähnlich wie im Morbium nach einem Schwarmausschau halten. Hier sind es Mikroben und die müssen wir, sobald wir sie gefunden haben, irgendwie zu dem Turtle locken. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen gesucht. Ich glaube, hier in diesem Gebiet ist es, also sind die relativ rar. Ja, ich würde jetzt sogar fast hier unseren Basilo einpacken und mal ein anderes Gebiet im Ocean erkunden. Wir sind ja hier immer nur an der gleichen Stelle gewesen bisher. Aber gut, eigentlich müssen wir nicht zum Base, oder? Nein, eigentlich nicht. So, ich steig mal ab. Ich pack mir mal hier das Zeug an. Das ist auch ganz geil. Der produziert von sich selbst aus Öl, für die, die es nicht wussten bisher. So, ja, hier die 8. Wir packen den mal ein. Dann kommt er auch safe mit, weil ich hatte jetzt schon einige Male diesen beschissenen Bug, das. Wow! Okay, das jetzt richtig beschissenes Timing. Okay, wir werfen ihn wieder raus. Drauf geschissen. Ja, so ein beschissener Bug, dass man zwar teleportiert, aber das Tier, was wir eigentlich mitnehmen wollten, kommt einfach nicht mit. Ah, hier ist unser Mikrobenschwarm, Leute. Diese kleinen Viecher hinter uns. Ja, jetzt seht ihr es auch oben in dieser hellblauen Riesenschrift. Die haben uns jetzt hier im Visier. Und wir müssen ganz langsam machen, weil unser Basilo ist sehr, sehr schnell. Und hier ist unser 95er. Oh ne, jetzt hat uns hier der Hai. Hier müssen wir schnell platt machen, bevor die Viecher jetzt wieder bei uns sind, weil die wollen wir nicht platt machen. So, jetzt ist er tot. Okay, die Viecher sind noch hinter uns her. So, okay. Ja, das einzige Hindernis ist jetzt erstmal diesen Schwarm dazu zu bringen, euch bis zum Turtle zu folgen.
Mehr müsst ihr erstmal nicht tun. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wissen die sich jetzt? Oder kommen die? Ne, sie kommen. So, immer schön langsam. Okay, jetzt schwimmt er natürlich in die andere Richtung. Oder ist es schon? Bleibt gefälligst hier. Ah, das ist natürlich blöd, wenn jetzt die Chromen da nicht hinterherkommen. Okay, ich versuche jetzt einfach mal vor den zu schwimmen. So, jetzt sollen die Mikroben herkommen. Jetzt, oder? Ja! Okay, ihr seht, jetzt ist die blaue Schrift von uns entfernt, oder? Hä? Nee. Eigentlich müssten die sich jetzt hier an die Turtle dranhängen. Was sie irgendwie nicht tun. Jetzt eventuell. Ich versuche mal ranzuschwimmen. Ja, ihr seht, Zähmung 0,2%. Okay, jetzt ist das Problem. Hier diese kleinen Fischchen, die spawnen jetzt hier überall. Die müssen wir töten. Die spawnen quasi direkt in seiner Nähe. Und jedes Mal, wenn der von so einem Vieh gebissen wird. Oh nein. Oder? Jetzt gebissen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alles, was jetzt hier in der Nähe ist, muss sterben. Das ist halt so eine Sache, die sollte man am besten vielleicht mit Freunden zusammen machen. Denn man kann halt auch nicht hier alle Richtungen perfekt abdecken. Gerade weil es auch unter Wasser ein bisschen blöd ist, manchmal hier richtig zu steuern. Ja, diese kleinen Fischchen, die wollen wir halt jetzt angreifen. Das Problem an der ganzen Sache ist, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, verliert er den kompletten Turm. So, das heißt jetzt, da oben. Mistvieh, verpiss dich. Shit, er wird getroffen. So, ihr seht, es ist sehr schwer, da wirklich am Ball zu bleiben. Wie heißen die kleinen Fische, die Salmon, weiß ich nicht, irgendwas. Auf jeden Fall sind es kleine, nervige Fische, die sterben müssen. Okay, ich guck mal vielleicht. 4,6, okay, wir sind. Es läuft, Leute. Wir müssen nur aufpassen. So. Ja, die Zähmung an sich ist generell eigentlich recht interessant, weil es mal einfach was ganz anderes ist. Nur ihr seht, das ist jetzt hier schon ein Level 95er, bei dem das Ganze auch wirklich ziemlich lange dauern kann. Ja, ihr solltet euch halt wirklich auch Zeit nehmen, wenn ihr das Ganze hier anfangt. Denn ja, es dauert. Es dauert und es dauert. Oh nein, habe ich jetzt den erwischt? Ja, ihr seht, den habe ich jetzt erwischt. Jetzt ist er wieder mit der Zähmung komplett unten. Ah, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir.
praktisch. Okay, krass. Ja, okay, ich glaube, den können wir eigentlich vergessen. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dass der eh fast tot ist, können wir was anderes machen, was ziemlich sinnvoll ist. Und zwar hier, ihr seht, Panzersplitter. Ja, das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir... Ah, wie heißt es denn jetzt? Diese Wasserbase uns bauen wollen. Was vielleicht auch nicht so schlecht wäre, die mal irgendwann in Angriff zu nehmen. Ja, wir müssen jetzt einen neuen finden. Ihr seht, das dauert halt wirklich ziemlich lange. Und ich habe die Zehmannstellung eigentlich auf der höchsten Stufe. Von daher, wenn ihr den 10 wollt, macht euch wirklich auf was gefasst, dass das ziemlich viel Arbeit ist. Also ich überlege auch, bei denen jetzt in einer Folge zu zähmen, ist, ja, es ist ziemlich langwierig und ich weiß auch nicht, wie ich das gut rüberbringen soll, damit es halbwegs interessant ist. Ja, wenn jetzt hier die ganze Zeit mit unserem Basilikum im Wasser rumschwirren, ist auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber was ich ganz interessant finde, ist, der levelt wie ein Bekloppter hier. Wie gesagt, ich habe vor der eigentlichen Folge hier dem 22 Level reingepumpt. Jetzt hat er auch schon wieder 4. Also vom Leben her, der ist richtig krass dabei. Schaden brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch machen könnte, hier ein bisschen Movement Speed. Ausdauer vielleicht auch nicht so schlecht. Eins noch auf Leben, dann passt. So. Ja, was machen wir jetzt am besten? Ich würde ja gerne noch einen suchen, aber dann machen wir die gleiche Scheiße von vorne. Was habe ich eigentlich an Level-Ups bekommen? 300, okay. Movement Speed mal eins hoch und Leben eins hoch. Wir müssen doch bald den Taucheranzug können, eigentlich. Eigentlich. Wir können den Taucheranzug, Leute. Wir haben gerade das nötige Level freigeschaltet. Was brauche ich denn eigentlich? Polymer, Tierhaut, Siliziumperlen. Okay, da habe ich überhaupt keinen Plan, wo ich die herbekommen soll. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break rein und wir sehen uns gleich in unserer Base wieder. Okay, Freunde, wir erreichen gerade die Base. So. Gehen wir hier rein, hier lebt noch alles. Ah, die könnten langsam auch alle ein bisschen Hunger, oder? Nö, die haben hier gar keinen Hunger, komischerweise. Okay, pack ich das mal rein, das hier, das hier. So. Zeit für Teleport. Wir gehen erstmal in unsere kleine Base zurück. Ja, ich überlege jetzt, eigentlich will ich die Folge jetzt beenden, aber die große Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, wollt ihr das wirklich sehen, wenn ich den zähme, oder soll ich den offscreen zähmen? Weil das dauert echt verdammt lang und ich will auch jetzt nicht unbedingt so ein Low-Level haben und das, ja, ihr seht ja, wie easy es ist, da einen kleinen Fehler zu machen und der ganze Taming-Fortschritt Teleport vollständig. Ist für den Arsch. Ja, das geht schneller als man den... Ah, da schwimmt schon einer. Ja, auf jeden Fall, man hat halt hier wirklich, denke ich mal, auch viele Frustmomente. Halt. 25. Ja, den machen wir kurz mal Blatt. Gibt Panzerzeugs. Ist halt auch relativ easy down. Gut, wir machen 700 Schaden. Das zum Thema easy. Ja, ich denke, ich werde ihn offscreen machen. Ich meine, wenn ich keinen Bock habe, ich bin auf Singleplayer. Ich kann das Spiel pausieren und sowas. Ich kann das in Etappen machen. Also, ja, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Also, Leute, ich werde es offscreen machen, damit wir einen gut gelevelten auf jeden Fall am Start haben, auf dem ich auch eine richtig gescheite Base bauen kann.
Wenn ihr, also ich produziere meine Folgen im Voraus, also wenn ihr das seht, ist die Aufnahme schon wahrscheinlich eine Woche lang her. Wenn ihr wirklich Bock habt, mal das Ganze zu sehen, wie ich so ein Tier zähme, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich mir nochmal irgendeinen Low-Level raussuchen, der schneller geht. Und dann werde ich auch für euch den zähmen, ganz normal. Aber ein High-Level, das dauert zu lange und das teile ich mir in Etappen auf. Und ja Leute, in diesem Sinne, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo hier auf dem Button da. Schaut eins der zwei Videos an. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffentlich mit einem Mega-Chillon. Und dann bauen wir eine Base, Leute. Also, bis dahin. Ciao, macht's gut, euer GameXBeast.